Der Narzisst beobachtet dich. Am Ende einer Beziehung, wenn alles geklärt ist und man sich getrennt hat, geht jeder seiner Wege. Normalerweise. Das gilt nicht für das Aus mit einem Narzissten. Er sieht seine Ex-Lebensabschnittsgefährten nicht als Partner, sondern als Trophäen, die ihm gehören. Falls die Trennung nicht von ihm ausging, bedeutet es eine Schmach für den Narzissten, abgewiesen worden zu sein. Er sieht es als Niederlage. Selbst wenn es aufgrund seines missbräuchlichen Verhaltens noch so berechtigt geschah. Hat der Narzisst die Trennung ausgesprochen oder ist aus der Beziehung geflüchtet, dann denkt er in seiner grenzenlosen Selbstüberschätzung jederzeit wieder zur Ex zurückkehren zu können, wenn ihm danach ist, da er ja glaubt, die beste Erfindung seit geschnittenem Brot zu sein. Und von der Ex wird er dann mit Kusshand sicher wieder aufgenommen werden. Das denkt er zumindest. Doch ganz egal, wer die Trennung ausspricht, ein Narzisst lässt seine Ex-Partner nie so einfach los. Ganz gleich, ob er den Versuch wagt, zurückzukommen oder nicht, auch wenn er längst mit der Next unterwegs ist. Er wird seine Ex-Partner genau im Auge behalten, beobachten oder sogar stalken. Wie und weshalb Narzissten das tun, darüber wollen wir in diesem Video sprechen. Wenn dir das Thema gefällt, dann bitte ich dich mit einem Like oder Abo um Unterstützung dieses Kanals. Meinen Teammitgliedern danke ich besonders für deren Support. Dankeschön. Nach außen wird sich zumindest ein grandioser Narzisst in seiner Heldenrolle nach einer Trennung niemals etwas anmerken lassen. Schon gar nicht seine Verlassensängste, Schuld- und Schamgefühle, die er permanent spürt. Er hat sich ja das Selbstbild des unwiderstehlichen Superhelden gegeben, das er zu wahren hat, und er mag an diese seine Wahnvorstellung auch tatsächlich glauben. Da sein ausgedachtes Superhelden-Selbstbild aber beständig Bestätigung braucht, muss er einfach wissen, wie es seinem Ex-Partner ohne ihn so ergeht. Und da er glaubt, der beste Liebespartner aller Zeiten zu sein, hofft er natürlich, sich dies bestätigen zu können. Aus diesem Grund sähe er es auch gerne, wenn sein Ex-Partner mit leidendem Gesichtsausdruck auf dessen Social-Media-Kanälen auf Bildern rüberkommt. Denn genau das würde seine gnadenlose Selbstüberschätzung bestätigen, der beste Lover im Universum zu sein. Schon alleine deshalb sollte sich der Ex-Partner eines Narzissten niemals traurig und leidend auf Social-Media und in der Öffentlichkeit zeigen. Denn der Narzisst wird das bemerken oder erfahren und als Beweis dafür hernehmen, der beste Mensch zu sein und jederzeit zu seinem Ex zurückschleichen zu können. Denn der leidet ja so ohne den Narzissten. Und genau darum geht es diesen Menschen. Genau darum beobachten und stalken sie ja ihre Ex-Partner. Handy und Social Media sei Dank. Und da ist es ja heute auch einfacher als je zuvor. Ich hoffe, du kommst mit dem Gefühlschaos besser klar als alle anderen. Das sagen Narzissten ihren Ex-Partnern hin und wieder am Ende einer Beziehung. Auch ich kenne diesen Spruch und leider entspricht er aus dem Munde eines Narzissten, wie so oft, nicht der Wahrheit. Sie wollen ihre Ex-Partner leiden sehen, mit einem Grund, warum sie beobachten und stalken. Sie müssen einfach sehen, wie es ihren Partnern nach der Trennung geht. Sie möchten die Auswirkungen ihres emotionalen Missbrauchs beobachten. Der Super-GAU wäre es für einen Narzissten, sehen zu müssen, dass es seinem Ex ohne ihn so viel besser geht. Oder noch schlimmer, wenn der oder die Ex des Narzissten einen neuen Partner hätte. Ein Narzisst kann es nicht ertragen, andere Menschen glücklich zu sehen. Schon gar nicht, wenn es sich dabei um seine ehemalige Zufuhrquelle handelt, die nun einen neuen Menschen an ihrer Seite hat.
Zu groß ist seine Angst für diese Person, plötzlich unwichtig zu sein oder gar vergessen zu werden. Er, der von sich glaubt, dass die Welt sich um ihn dreht. Das Glück, des anderen anzusehen oder ansehen zu müssen, das kratzt gewaltig an seiner Fassade der Großartigkeit. Neben dem Beobachten sämtlicher Social-Media-Kanäle nehmen Narzissten auch gerne Kontakt zu Dritten auf, um über ihre Ex-Partner so viel wie möglich in Erfahrung zu bringen. Sie tauchen an Orten auf, wo sie früher gemeinsam waren und hoffen, dort den Ex wiederzutreffen und sich an dessen Reaktion ergetzen zu können. Oder sie lassen ihren Ex-Partnern über ehemalige Freunde Nachrichten zukommen und warten dann die jeweilige Reaktion ab. Auch Nachrichten am Auto oder kleine Geschenke im Briefkasten sind keine Seltenheit. Leider meine ich mit Nachrichten auch einen abgeknickten Spiegel hin und wieder. Vielleicht liegt aber auch ab und zu ein Blumensträußlein von der Tanke vor der Tür. Narzissten interessieren sich brennend dafür, wie sehr ihre Psychospielchen gewirkt haben. Haben sie ihren Partner während der Beziehung von Freunden isoliert? Dann wollen sie in Erfahrung bringen, ob dieser wieder Kontakt zu seinen Freunden aufgenommen hat oder, wie in der Beziehung, immer noch alleine ist. Haben Sie Ihren Partner finanziell ausgenommen, dann möchten Sie sehen, ob und inwieweit er wieder auf die Beine kommt nach der Beziehung. Ein Narzisst möchte nicht sehen, dass sein Partner ohne ihn im Leben weiterkommt als mit ihm, denn das würde ja bedeuten, dass er, der Narzisst, ein Bremsklotz für seinen Partner war. Für sein gefaktes Ego braucht er die Bestätigung, besser zu sein als sein Ex. Er will sehen, dass der andere ohne ihn nicht leben kann. Das macht ihn stark, das lässt ihn sich unwiderstehlich und großartig fühlen. Wann auch immer sich ein narzisstischer Ex dazu berufen fühlt, sich in die Beziehung zurückzuschleichen, man sollte es nicht zulassen, denn diese Menschen sind Nehmer. Sie nehmen andere aus und hinterlassen verbrannte Erde oder Seelen. So melden sich einige kurze Zeit nach der Trennung beim Ex zurück, nur um ihr Werk der Zerstörung zu vollenden. Vorwiegend dann, wenn der Ex-Partner zuvor mit ihnen Schluss machte. Die kommen dann und sagen, du siehst aber schlecht aus und ich glaube, ohne mich kommst du auch gar nicht zurecht. Das sagen sie und wollen damit überzeugen, dass es doch besser wäre, wenn der Narzisst wieder in die Beziehung kommen würde. Und dann bleiben sie für einige wenige Wochen und dann sprechen sie von jetzt auf gleich die Trennung aus. Das ist ihre Form der Genugtuung. Sie bestimmen die Regeln und folglich müssen sie auch das Spiel Beziehung, Trennung gewinnen. Mach dir bitte eines klar. Ein Mensch, der dich zerstört und gebrochen hat, der kann dich nicht wieder zusammenfügen und heilen. Ein liebender Mensch möchte nicht, dass andere, schon gar nicht die Beziehungspartner, leiden. Nur innerlich kaputte Menschen sehen andere gerne leiden. Und so ist das Observieren und das Stalken deiner Social-Media-Profile niemals ein Zeichen von Interesse im Zeichen von Liebe, sondern ein Interesse im Zeichen von Leid. Der narzisstische Ex möchte einfach sehen, inwieweit sein Werk an dir vollendet wurde. Beziehungsweise, ob es bei dir noch etwas zu holen gibt, weil es dir ja augenscheinlich besser geht. Es ist also sehr wichtig, sich ganz genau zu überlegen, was man gemeinsamen Bekannten auch erzählt und auf seinen Social-Media-Kanälen postet. Das Blockieren des narzisstischen Ex sollte dabei an erster Stelle stehen, ebenso wie die Selbstbeherrschung, nicht auf dessen Kanälen nachzuschauen, was der so macht. Natürlich werden dich diese Menschen auch über Fake-Profile beobachten und
Freunde beauftragen, dein Profil zu überwachen. Aber du gibst ihnen mit dem Blockieren das Zeichen, dass sie nicht mehr erwünscht sind. Und wenn es zu arg wird, dann kann man auch strafrechtlich gegen das Stalking vorgehen. Zuvor aber alle relevanten Auffälligkeiten protokollieren, damit man später Nachweise über die Belästigungen des narzisstischen Ex vorweisen kann. Wenn der Narzisst während der Beziehung Zugriff auf das eigene Handy hatte, wäre es eventuell ratsam, dieses auf, ja, möglich Spionage-Apps untersuchen zu lassen. Es gibt nämlich Apps, die hat er bei sich und du bei dir drauf. Und wenn du dann in einem Supermarkt einkaufen bist, steht der Ex-Narzisst auch da. Und dann denkst du, wie komisch, immer um die Zeit ist er auch da, weil er auf seinem Handy sieht, wo du gerade bist. Also ist eine ganz wichtige Sache. Auf Spionage-Apps untersuchen lassen, vom eigenen Wechsel der eigenen Rufnummer ganz zu schweigen, auch eine Möglichkeit. Oder man holt sich gleich ein neues Handy, auch eine Möglichkeit. Doch wenn du dich nicht mehr mit ihnen befasst und sie von dir keine wie auch immer geartete Reaktion mehr bekommen, dann wirst du bald frei sein und dann wirst du die beste Version deiner selbst werden. Denn du kannst ab sofort ungebremst an dir und deinem neuen Leben arbeiten. Der Narzisst hält dich dann nicht mehr auf. Und während du dann mitten auf der Bühne des Lebens stehst, hocken sie ganz unten und ganz hinten auf einem der billigen Zuschauerplätze und schauen dir zu. Und dann sitzen sie da, ganz hinten, ganz unten, wo sie hingehören, auf den billigen Plätzen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann würde ich mich über ein Like und Abo freuen. Alles Gute auf deiner Reise durchs Leben.